die globale Gleichstellung der Geschlechter zu erzielen, müssen wir deren Entwicklung verfolgen und Fortschritte messen. Das ist das Ziel dieses jährlich erscheinenden Berichtes. Wir versuchen dies, indem wir uns auf vier Schlüsselbereiche fokussieren: Gleichstellung im Gesundheitswesen und den Überlebenschancen im Bereich der Bildung, Wirtschaft und Teilnahme im politischen System. Wir versuchen zu verstehen, ob Frauen die gleichen Rechte und Möglichkeiten wie Männer haben, unabhängig davon, in welcher Einkommensklasse sich das Land befindet, in welchem sie leben. In 2014 bewerten wir 142 Länder. Zwar gibt es bislang weltweit kein Land, welches eine vollständige Geschlechtergleichstellung erzielt hat, jedoch haben nordische Länder die Lücke zu mehr als 80% davon geschlossen. Island, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark sind die fünf fortgeschrittensten Länder in den Rankings. Ruanda tritt dieses Jahr zum ersten Mal in die Rangliste. Philippinen steht auf Stelle 9 und ist das höchstrangige Land von Asien. Die Vereinigten Staaten sind erneut unter den Top 20 Ländern, während das Vereinigte Königreich auf Stelle 26 abrutscht. Von den BRICS-Staaten ist Südafrika das höchstrangige Land auf Stelle 18, gefolgt von Brasilien 71, Russland 75, China 87 und Indien 114. Von den arabischen Ländern ist Kuwait das höchstrangige Land auf Stelle 113, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Stelle 115. Die tiefrangigsten Länder sind weiterhin Tschad, Pakistan und Jemen. Über die letzten 9 Jahre haben wir Daten gesammelt und besitzen nun fast ein Jahrzehnt an wertvollen Informationen. Von den 111 Ländern, die wir seit 2006 messen, haben 105 Länder Fortschritte erzielt. Es ist sehr positiv zu sehen, woher diese Entwicklung kommt. Saudi-Arabien hat relativ zu sich selbst den größten Fortschritt im Bereich wirtschaftlicher Gleichstellung gemacht. Burkina Faso im Bereich des Bildungswesens. Jedoch gibt es Länder, welche Rückschritte gemacht haben. 30% der Länder verlieren an ihrem Fortschritt im Bildungswesen und 40% der Länder verlieren an ihrem Fortschritt im Bereich der Gesundheit und Überlebenschancen. Menschen und ihre Talente sind eine entscheidende Ressource für die volkswirtschaftliche Stärke der Länder. Jedoch beruht die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur auf einem wirtschaftlichen Argument. Frauen machen die Hälfte der globalen Bevölkerung aus. Frauen haben daher ein Recht auf Zugang zu dem Gesundheitswesen, Bildung, wirtschaftliche Chancen und politische Teilnahme. Geschlechtergleichstellung ist vital für den Fortschritt der Menschheit.